Liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz am heutigen Freitag vor dem Spiel morgen in Leverkusen bei Bayer 04. Ich begrüße ganz herzlich unseren Trainer Mike Büskens am Podium und bitte um Ihr Statement zum Spiel morgen. Ja, Bayer 04, junges, dynamisches, spielstarkes Team. Und von daher haben wir da vor dieser Mannschaft eine Menge Achtung, weil sie in der Lage sind, gut Fußball zu spielen. Aber ich denke, dass es für uns primär darum geht, wieder kompakt zu sein, wieder zweikampfstark zu sein, einfache Tore zu vermeiden. Und das ist eine Sache, die unabhängig vom Gegner ist, die wir für uns wieder hinkriegen müssen. Die Mannschaft nach dem Spiel gegen Düsseldorf sich in der Kabine vorgenommen hat, ist, glaube ich, aus juristischer Sichtweise eine Absichtserklärung. Müssen in Leverkusen nicht diesen Worten dann auch Taten folgen, zwingend? Ja, es ist so, dass wir uns für diese Partie gegen Düsseldorf verdammt viel vorgenommen hatten, definitiv. Weil ich habe es ja gesagt, wir wollten diese gute Ausgangsposition, die wir uns bis zu diesem Spiel erarbeitet haben, durch die vier Punkte wollten wir eigentlich ausbauen. Das hatten wir vor, aber es war nicht umsetzbar. Ja, du triffst immer wieder auf einen Gegner, der logischerweise auch eine Philosophie hat, wobei ich denke, dass es weniger am Gegner lag, sondern an uns, ja, weil wir es nicht geschafft haben, in dem Spiel gegen die Fortuna, die Fortuna in diese Zweikämpfe zu bekommen, sondern wir waren immer einen Schritt zu spät, wir waren immer einen Schritt dran und haben der Fortuna darüber dann die Möglichkeiten geboten, vernünftig rauszuspielen. Ja, das haben die sehr, sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, das war eigentlich unser Verschulden, ja, dass wir es nicht hinbekommen haben, durchzudecken, dass wir nicht hinbekommen haben, frühzeitig drauf zu sein auf ihre Anspielstation. Und das müssen wir morgen logischerweise besser machen. Sie haben in dieser Woche ja sicher viele Gespräche geführt, wahrscheinlich auch Einzelgespräche. Welche Tonart haben Sie denn da angeschlagen? Also sind Sie da auch mal richtig deutlich geworden? Sind Sie vielleicht auch ein bisschen ärgerlich geworden im Gespräch mit dem einen oder anderen? Oder bringt das in dieser Situation nichts? Es ist immer so, dass du Spielern auch mal deutlich sagst, wie du sie gesehen hast. Aber das passierte auch in den vergangenen Wochen. Es war jetzt nicht so, wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, wir haben die Geschehnisse sehr intensiv aufgearbeitet. Ich denke, das ist normal in einem großen deutschen Fußballfachblatt stand ja zu lesen, dass es Krisensitzungen, Krisenstimmung gab. Es ist so, dass wir ein Spiel verloren haben, wo wir uns eigentlich etwas mehr versprochen haben. Das ist es und wie gesagt, das haben wir für uns aufgearbeitet.